So, Salam Papa Amigona. Naja, da sind wir wieder. Und zwar will ich euch heute mal ein bisschen erzählen, wo ich jetzt bin, warum ich jetzt hier bin. Ich bin nicht mehr in der JV Tegel, ich bin jetzt in der JV Heidering, wie sich langsam bei euch rumgesprochen haben müsste. Aber da ein paar Leute mal so ein bisschen schärfer im Begriff sind, will ich das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin, wie man sieht, ja. Ich bin in Heidering, ich bin nicht in Tegel. Und warum bin ich hier? Wie ist das so gekommen und so weiter und so fort? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Das werde ich euch jetzt mal ein bisschen versuchen zu erzählen. Und zwar, ihr habt ja mitbekommen, nach der ISO-Haft war ich auf dem A-Flügel ein paar Monate. Vom A-Flügel bin ich nach H6 gewechselt. Dort war ich nur 3 Wochen, glaube ich. Ja, 3 Wochen, bevor ich hierher verfrachtet wurde. Und jetzt mal ein bisschen zu den Details, wie, was, wo. Also es lief wie immer ab. Ich bin ins Haus 6 gekommen. Ich wurde wieder zur Anstaltsleitung gerufen, beziehungsweise zur Teilanstaltsleitung. Es gibt jede, also das Haus 5 ist zum Beispiel eine Teilanstalt, Haus 6 ist eine Teilanstalt. Jedes Haus ist eine Teilanstalt, ja, der ganzen Anstalt quasi. Ja. Klingt ein bisschen logisch, aber bedarf vielleicht trotzdem Erklärung für manche. Es gibt nochmal einen übergeordneten Anstaltsleiter, der quasi über die ganze Anstalt wacht. Und ja, so teilt man sich halt die Aufgabenbereiche. Also, ich werde nach unten gerufen. Die wirkliche Chefin, also die Teilanstaltsleiterin, selber ist eine Landsfrau von mir, ja, also eine Russin bzw. eine Ukrainerin, aber wie gesagt, bei uns im russischsprachigen Raum ist das ein bisschen scheiß mal auf diese Ukraine-Russland-Politik jetzt, ne? Wie gesagt, wir sind normalerweise Brüdervolk und von daher, ja, folgendes, Russin. Und sie war, ich weiß nicht, ob sie nicht da war oder ob das eine Taktik von ihm war. Auf jeden Fall wurde ich erstmal zum Stellvertretenden gerufen. Er hat mich mal wieder aufgeklärt darüber, dass Handys verboten sind im Knast. Wusste ich vorher nicht. Es war eine gute Information auf jeden Fall. War ein sehr hilfreiches Gespräch. Dass ich doch unterlassen soll, Videos zu machen und so weiter und so fort. Dass ich mich doch bitte an die Hausordnung zu halten habe. Bla, 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 bla. Diese ganzen Phrasen. Ja? Okay, das kennen wir ja schon. Das Witzige war bei der ganzen Geschichte, ich kam mit Mütze, ich war mit Cap, ja, bei ihm. Ich komme in dieses Büro rein und er steht auf, kommt zu mir und sagt, ja, wir sind hier im geschlossenen Raum, würden Sie bitte die Mütze absetzen? Ich gucke ihn an. Was? Er sagt, Mütze, wir sind doch im geschlossenen Raum, können Sie bitte die Mütze absetzen? Ich habe schon verstanden, was er gesagt hat, aber ich dachte, will er mich gerade verarschen oder was? Ich sage zu ihm, ey, sind wir hier bei der Armee oder was? Er guckt mich an. Okay, hat er gemerkt, okay, mit dem Typen sinnlos, weißt du? Dann hat er Thema gewechselt, hat er wie gesagt seine Standardansagen mir da gemacht, ja, wie und was und wo und was verboten ist und was ich zu tun und zu lassen habe. Geht mir natürlich am Arsch vorbei, ist ganz klar. Das habe ich ihm auch, glaube ich, mit meiner Mimik ganz gut verdeutlicht. Das Gespräch hat vielleicht 2 Minuten gedauert oder so. Ich habe mir das kurz angehört. Ja, haben Sie was zu sagen? Nee, haben Sie Fragen? Nein, okay, vorbei, bist fertig? Ja, okay, alles klar, ciao, buff, bin ich weg. Okay. Ungefähr ein paar Tage später ruft mich dann die Teilnehmer, das war der Vertreter, wie gesagt, von der Teilnehmerschaftsleiterin, ruft mich die Teilnehmerschaftsleiterin zum Gespräch runter. Ich gehe runter. Ich war erstmal komplett verdutzt, weil sie hat erstmal das Gespräch auf Deutsch angefangen, hat aber irgendwann auf Russisch rüber geswitcht, so. Und das ist normalerweise komplett unüblich, ja, dass irgendwelche Bediensteten und erst schon gar nicht eine Teilanstaltsleiterin, ja, mit dir, egal ob ihr Landsleute seid oder nicht, egal ob ihr aus demselben Dorf kommt oder nicht, ja, das spielt gar keine Rolle, auch wenn ihr verwandt seid. So. Das ist normalerweise sehr, sehr unüblich, ja, sei denn man spielt jetzt den Dolmetscher für irgendjemanden oder sowas, ja, wo es halt Sprachbarrieren gibt oder so. Dann ist es eine Ausnahme, aber sonst ist es eigentlich sehr unüblich so. Ja, hat mir voll einen auf, wir sind doch Landsleute und dies und das und jenes, hat mir voll einen auf sympathisch gemacht und voll einen auf, ja, und ich will dir helfen und so. Ja, ich habe ihr gesagt, wozu ich bereit wäre. Ich habe ihr, guck mal, ich habe ihr so gesagt, ich will auch ehrlich sein, ich will jetzt gar nicht hier den großen Dings spielen, ja, guck mal. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch 3,5 Jahre gehabt. Ja? Wie gesagt, das ist jetzt auch schon, ich bin ja schon seit einem halben Jahr hier, weißt du? Seit März. Und das Ding ist, ich habe sie gesagt, guck mal, sie meinte, was kann ich tun, damit das Ganze so ein bisschen aufhört, ja? Um das so, du weißt doch, um die Sache zu schließen, sage ich mal, ja? Diesen Fall. So. Ich habe zu ihr gesagt, guck mal,
Ich gehe nur auf einen einzigen Kompromiss ein und der ist auch nicht verhandelbar. Ja? So. Ich sage, ich bleibe ein halbes Jahr ruhig, 6 Monate. Ich bleibe 6 Monate ruhig. Kein Video, kein Instagram, kein nix, 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 nix. 6 Monate. Nach diesen 6 Monaten und ich bleibe meldungsfrei. Also das heißt, ihr findet auch keine Handys in der Zeit, ne? Oder keine Drogenschlägereien, irgendwas. Okay, alles klar. Was passiert? Sie macht mir voll auf Verständnis, wie gesagt, ja. Sie meint, sie muss erstmal sich mit dem Anstaltsleiter und mit der Sicherheit und mit den ganzen Leuten, die auch mit zu entscheiden haben, ja, treffen und halt mit denen das absprechen. Ja, weil in meinem Fall ist es natürlich ein bisschen brisant alles. Aber sie will sich auf jeden Fall für mich einsetzen. Ja. Also so hat sie es mir auf jeden Fall verkauft. Ja. Ich, leichtgläubiger Spast, weißt du, was ich meine? Ich denke mir, ah, okay, eine Landsfrau, sie wird schon nicht lügen. Sie, du weißt doch so. Es gibt ja wahrscheinlich noch gute Seelen im Vollzug irgendwo. Ja, so. Dass sie dann nicht dazugehört, das sollte ich erst später erfahren, wie sich dann herausgestellt hat. Auf jeden Fall hat sie eine Konferenz einberufen, so wie sie es mir gesagt hat. Ob das wahr ist, wage ich mittlerweile auch schon wieder zu bezweifeln. Von daher, sie meinte, sie hat eine Konferenz einberufen mit Sicherheit, Anstaltsleiter, bla 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 bla. Die haben darüber gesprochen, ob man darauf eingehen kann oder nicht und so weiter und so fort. Hat mich dann wieder runtergerufen. Nach einer Woche, glaube ich, war das. Sie meinte eigentlich in 2 Wochen erst, aber sie hat's vor, die haben es irgendwie schneller gemacht. Keine Ahnung. Also, die wollten mich einfach loswerden, so ganz einfach. Auf jeden Fall ruft sie mich runter nach einer Woche. Ich gehe zu ihr, setze mich hin. Sie sagt: Ja, hören Sie zu. Ich habe die Konferenz abgehalten, wie ich Ihnen versprochen habe. Für Sie gibt es hier in der JV Tegel nichts mehr zu reißen. Ihr Name ist dermaßen verbrannt. Sie haben hier so vielen Leuten ans Bein gepisst, so dass. Das geht nicht. Sie werden hier niemals irgendwas schaffen. Also sie werden hier auf jeden Fall TE machen. Deswegen, TE ist wie gesagt bis zum letzten Tag Abriss. Ja? Also, deswegen nicht, ich wollte gerade sagen, machen wir Ihnen einen Vorschlag. Sie hat mir keinen Vorschlag gemacht. Sie meinte, sie werden morgen verlegt. Ich gucke sie an. Ich denke, ja, wohin denn? Sagt sie mir, in JV Heidring. Ich gucke. Ich so, scheiße, Alter, über JV Heidring habe ich bis jetzt ehrlich gesagt nichts Gutes gehört, Alter. Und war im ersten Moment nicht so begeistert, ehrlich gesagt, von der ganzen Idee. Sie wollte natürlich auch meine Reaktion ein bisschen testen, ne? Hat mich dann gefragt, so, ja, warum? Ich so, ja, okay, alles klar, kein Problem. So, ja? Ich so, ja? So. Und sie so, wollen Sie nicht? So. Ich so, doch, mir ist scheißegal. Von mir, das könnt ihr mich nach Guantanamo schicken, ist mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Interessiert mich einfach nicht. Weißt du? Schick mich, wohin du willst. So. Ab diesem Moment habe ich sowieso kein Mitspracherecht mehr gehabt. Von daher wäre es komplett sinnlos, sich auf irgendwelche Diskussionen einzulassen oder sonst irgendwas. Ja? So. Von daher bin ich ganz cool geblieben, meinte, ja, okay, alles klar, scheiß drauf, weißt du? So. Und jetzt pass auf, wie sie es mir verkauft. Ja? Sie verkauft mir das noch als Heldentum, ja? So. Als ihre Errungenschaft quasi. Sie meinte, gucken Sie mal. Sie kommen hier nicht mehr weit in Tegel, ja, wie gesagt, sie haben hier nur verbrannte Erde hinterlassen. In die JV Heidering gehen sie quasi mit einem Reset, ja, ein Neuanfang. So, sie kommen dahin als Unbescholten quasi. So, ne? Und dann, wenn sie dann eine Weile locker bleiben, so, ne? 6 Monate oder so, meldungsfrei, dann gibt es die Möglichkeit, dass sie gelockert werden, auf einen Vollzug, dies, das, jenes, ne? Diese alten Spielchen. So, hat sich erstmal alles gut angehört. Aber natürlich habe ich den Hinterhalt schon gewittert, so, ne? Habe am gleichen Tag noch mit meinem Vater telefoniert, habe mit ihm gesprochen. Er meinte auch zu mir, sei vorsichtig, so, sei vorsichtig. So. Du weißt genau, die haben dich schon 1000 Mal verarscht und die verarschen dich auch nochmal zum 1000. Mal, okay? Also, okay. Auf jeden Fall, nur das Einzige, was mich skeptisch gemacht hat, ja, wo ich gedacht habe, okay, es ist keine Verarschung, weil sie, wie gesagt, meine Landsfrau ist, weil sie mit mir auf Russisch gesprochen hat und weil sie mir keine Ahnung, die Tante für mich gespielt hat, so, weißt du, was ich meine? So, das hat mich aufgeregt, so. Das hat mich aufgeregt, so. Und, ja, so hat sich quasi, und im Endeffekt war das ein guter Schachzug von Tegel, ja, weil im Endeffekt sind die mich losgeworden, so, weißt du? Im Endeffekt hat Tegel jetzt keine Probleme mehr mit mir, weißt du? Und JV Heidring hier lässt sich jetzt den Kopf von mir ficken, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich denke mal, das war ein bisschen Kalkül. Und zwar, man weiß ja, dass in der JV Tegel ist eine sehr alte Anstalt, eine sehr große Anstalt. Es eskaliert regelmäßig. Es sind viele, viele, viele Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Das heißt, lebenslängliche oder zur Sicherungsverwahrung, also Sicherungsverwahrte, besser gesagt.
Und sonst auch, ja, Haus 2, Endstation, Leute sind auf Drogen, ach, denen ist einfach scheißegal, also es eskaliert einfach, ja. Hier in Heidering läuft es alles ein bisschen anders, ist alles ein bisschen gechillter, warum? Weil hier die Leute ein bisschen mehr Hoffnung haben, irgendwie gelockert zu werden oder irgendwas, ja, es ist jetzt nicht dieser Endstationscharakter, obwohl es eigentlich auch Endstation ist, aber dazu komme ich ein anderes Mal, ja. Es ist genauso Endstation, nur halt schön renoviert, ja, sag ich mal so. Ja. Es ist genauso eine Endstation, nur eine schön renovierte halt, so, weißt du? Du fühlst dich halt nicht so, ne, als ob du gerade in die Endstation einfährst, sondern wie gesagt, es sieht schön aus, du denkst, ach, gleich kommt der nächste Bus und so, und dann sitzt du und sitzt du und sitzt du und sitzt du und es kommt keiner so. Aber egal. Auf jeden Fall hat man mich herverfrachtet. Ich bin hergekommen. Ach so, genau. Vorher, ich hatte ja eine Sicherheitsverfügung, ich musste die Anstaltskleidung tragen in Tegel. Diese Verfügung wurde an dem Tag, als sie mit mir gesprochen hat, diese Dame, ja, diese russische Teilanschlussleiterin, als sie mit mir gesprochen hat, meinte sie, und das war was ganz Wichtiges, jetzt müsst ihr mal genau hinhören, ja. Sie sieht mich, ich sitze da in meinem Blaumann, ja. Also, guck mal, jetzt gerade trage ich auch Anstaltskleidung. Ich muss übrigens wieder Anstaltskleidung tragen, aber egal, das auch später. Ich sitze da in diesem Knasthemd, ja, ich werde das in einem anderen Video mal anziehen, euch zeigen. Und mein scheiß Blaumann, diese Hose, diese Latzhose, ja, sitze ich da wie so ein Penner. So. Sie guckt mich an und sagt, wissen Sie was, das ist doch erniedrigend. Ja, so, wir machen das jetzt weg. Also das war ein Tag, bevor ich nach Heidering gefahren bin. Ne? So, wir entfernen jetzt diese Sicherheitsmaßnahmen. Ich so, okay. Am gleichen Tag noch hat sie einen Beamten klar gemacht, der ist mit mir zur Hauskammer gegangen. Ich habe ein paar Sachen, nicht alle, ich habe nur so ein paar Sachen, durfte ich mir nehmen, ja, so ein paar Hosen, ein paar T-Shirts und so weiter und so fort, ja, Pullover oder Jacke, dies, das, so. Ich so, okay, oh, puh, korrekt, Alter, Digga, ich habe fast ein Jahr meine Klamotten nicht mehr getragen, so, es war schon auf jeden Fall so ein bisschen Highlight, habe ich mich gefreut auf jeden Fall. Und bin dann quasi in Privatklamotten, also ohne die Sicherheitsverfügung, dass ich Anschlusskleidung tragen muss, bin ich quasi hier nach Heidering transportiert worden, so, ja. Und im Endeffekt, was passiert? Größte Bluff der Welt. Ich komme hier an, ich denke mir, ja, okay, Neustart, Reset und so, du weißt doch hin und her. Die haben mir bei der Hauskammer direkt den Zahn gezogen, Alter, haben mich direkt wieder bis auf die Hoden ausgezogen, ja, wollten mir in sämtliche Körper gucken, so. Und ja, da habe ich schon gemerkt, okay, warte mal, irgendwie ist der Ton hier ein bisschen rau, weißt du? Das passt nicht zu der Stimmung, die mir gestern versucht wurde zu verdeutlichen oder versucht wurde näher zu bringen. So, das ist nicht das, komischerweise. Dann wir gehen zur Hauskammer so und bumm, bumm, die fangen an, die Sachen abzuknöpfen. Ja, so. Also ich sollte zwar keine Anschlusskleidung tragen vorerst, so, aber ich durfte halt nur 5 T-Shirts, 5 Hosen. So, also komplett im kleinsten Umfang. Das Problem ist, man kann hier nur alle 2 Wochen waschen, so. Und dann wisst ihr ganz genau, was 5 T-Shirts und 5 Hosen sind, okay? Erst recht, wenn man vielleicht Sport machen will oder so, oder sonst irgendwas. Wie gesagt, richtig Katastrophe. Ich habe mir gedacht, okay, alles klar, die haben mich verarscht. Da war ich natürlich richtig angepisst, habe mich natürlich gleich mit den Beamten in der Hauskammer angelegt, habe mich mit denen gestritten, so. Bin dann aufs Haus gekommen, ich bin in Haus 3. Wieder altes Spiel. VDL, also Vollzugsdienstleiterin und der Teilanstaltsleiter von Haus 3 ruft mich zu sich. Okay? Wieder Gespräch. Wird auf die Hausordnung hingewiesen. Wieder wird mir gesagt, Handys sind verboten und bla bla bla. Diese ganzen Scheiß. Kennt ihr schon. Okay, alles klar, habe ich verstanden. So. Jetzt wollen die mir aber verklickern. Ja, wenn sie, wenn, ich habe natürlich meinen Unmut geäußert darüber, dass ich sage, ey, mir wurde gesagt, ich komme hier mit dem Reset, ja, und ihr fickt mich hier erstmal direkt so, weißt du, was ich meine? Was soll die Scheiße so, weißt du? Ja, wir wissen nichts von dem Reset und so, wir wissen nicht, was Tegel ihnen erzählt hat, was in Tegel passiert, bleibt in Tegel, so ein auf den, ne? Ihr kennt ja das Prinzip, ne? Okay, mittlerweile. So, auf jeden Fall habe ich mich auf jeden Fall richtig angepisst gefühlt so von dieser ganzen Sache, ab das dementsprechend, konnte man das, glaube ich, in meinem Gesicht ablesen und ja, auch an meinen verbalen Aussagen konnte man das, glaube ich, auch ganz gut merken. So, ich war auf jeden Fall ein bisschen sauer, ein bisschen aggressiv, ein bisschen aufmüpfig und so weiter und so fort. Das hat ihnen auch nicht gefallen. Dementsprechend habe ich mir direkt alles verscherzt hier. Ja, so gleich am ersten Tag bin ich hergekommen, gleich reingeschissen, so konkret, weißt du? So, gleich den Topf voll gemacht. So. Okay. So. Jetzt meine Frage. Ja. Was sollten die Faxen jetzt? Was sollten die Faxen?
Warum? Warum? Wollte man mich aus Tegel quasi so langsam, so ruhig abschieben, so, damit nichts, weißt du, weil hätte ja sein können, wenn ich wüsste, ich bin noch 2 Tage in Tegel. Gib ihn halt, jetzt mache ich richtig Abriss, weißt du so. Ja, war auf jeden Fall eine richtig rattige Aktion von euch, ja. Wie gesagt, an Sie nochmal persönlich. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Dass sie mich so verarschen, dass sie mich so aufs Glatteis führen, hätte ich nicht erwartet. Aber okay. Dafür haben sie mich jetzt eine weitere Lehre gelehrt, dass ich noch mehr bei euch aufpassen muss und euch noch weniger vertrauen muss, als ich es ohnehin schon vorher getan habe. Ja? Also von daher, weniger geht eigentlich schon gar nicht mehr. Aber okay. Ja, wie gesagt, Tegel hat da einfach nur eine ganz lockere Strategie verfolgt. Ich weiß nicht, inwieweit das vom Senat auch verfolgt wurde, diese Idee, oder angeleitet wurde, vielleicht sogar noch, wer weiß, dass man sich gedacht hat, ey, warte mal, in Tegel, das ist so ein Unruheherd. Wir bringen den mal lieber nach Heidering, da ist ein bisschen ruhiger, da sind weniger Leute, ist eine neue Anstalt, gibt es nicht so viel Entwürdigendes, ne? Sagen wir mal so, was man da so filmen kann, so wie im Haus 2 beispielsweise. Ich kennt ja die Zelle, könnt ihr euch die Roomtour für alle Leute, die nochmal neu zugeschaltet sind oder so, ihr könnt euch ja mal die Roomtour angucken oder die Roomtouren, die ich da schon gemacht habe, so. Könnt ihr euch mal angucken so, und dann könnt ihr das mal mit der Zelle vergleichen. Ich werde auch hier von der Zelle hier eine Roomtour machen, von daher macht euch da gar keine Sorgen. Natürlich in Full HD, wie sich das gehört. In alter Knastok-Manier. Okay. Nein, also übrigens, die alten Videos, diese, du weißt doch, eine Zeit lang kamen doch diese Videos, was ich mit diesem Samsung S3 gemacht habe, diese Ton-Video-Qualität richtig am Arsch. Wie gesagt, sowas wird es nicht mehr geben, das werde ich euch nicht mehr antun, keine Sorge. Ab jetzt versuche ich, wie gesagt, das Ganze ein bisschen qualitativ auf einer Stufe zu halten, okay? Also, so viel dazu. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ich fick mein Leben. Egal. Leute, ich habe schon wieder wahrscheinlich 15 Sachen vergessen, aber ich werde das dann im anderen Video nachholen, oder vielleicht werde ich auch ein eigenes Thema draus machen. Was weiß ich. Ich habe ja sowieso noch 3 Jahre und wir brauchen sowieso Content. Von daher, macht euch mal keine Sorgen. Ja, Leute, wie gesagt, passt auf euch auf und die Tage sehen wir uns wieder. Okay?